En 1945, éprouvée par la tragédie de la Shoah et des deux guerres mondiales, la communauté internationale fait le rêve d'une sorte d'union sacrée des peuples du monde pour que jamais semblable barbarie ne se répète. Créée dans l'euphorie de la victoire par les puissances alliées sur les ruines de la Société des Nations, l'ONU et son vaste système composé de programmes et de fonds tels l'UNICEF et l'UNESCO sont rapidement confrontés à la réalité de la guerre froide qui s'installe dans une Europe où la situation des réfugiés et le besoin de reconstruction les accaparent. Le premier secrétaire général des Nations Unies est le Norvégien Trivelli, qui met en place l'édification du siège de l'organisation à New York. Trivelli, qui, très vite, prend conscience de la faiblesse du secrétariat général due à une marge d'action limitée en comparaison avec celle des autres organes de l'institution, Assemblée générale, Conseil de sécurité. Après avoir dû démissionner sous la pression de l'URSS, qui par ailleurs paralyse régulièrement le Conseil de sécurité par la multiplication de ses veto, il laisse la place au ministre suédois des Affaires étrangères, Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld, you are going to take over the most impossible job on earth. But I wish you all luck and all the best. Thank you very much for those kind words. However, the discretion and impartiality thus imposed on the Secretary General by the character of his immediate task may not degenerate into a policy of expediency. He must also be a servant of the principles of the Charter. Dag Hammarskjöld, confronté lui aussi à la politique unilatéraliste des deux superpuissances de l'époque, a de la mission des Nations Unies et de son rôle de premier fonctionnaire de l'organisation une idée progressiste, exaltante et passionnée. Il trouve la mort lors d'un accident aérien resté inexpliqué dans la nuit du 17 au 18 septembre 1961 en se rendant au Congo. Dag Hammarskjöld is dead, but the United Nations lives. C'est ensuite, avec Utente, une période où les superpuissances s'affrontent et règlent leurs problèmes en dehors de l'ONU. I feel that the Secretary General will be called upon to perform more and more functions not originally contemplated in the Charter. But so long as the Secretary General performs his functions with full consciousness of the moods and attitudes of the member states, particularly the big powers. Utente ne parvient pas à s'imposer, que ce soit au sujet de la guerre du Vietnam, au moment de la répression du printemps de Prague par les soviétiques, de la guerre des six jours entre l'Égypte et Israël en 67. Il laisse à son successeur Kurt Waldheim, qui devient secrétaire général en 1972, une ONU affaiblie et paralysée par la guerre froide.
C'est en 1918, près de Vienne, parmi les décombres d'un empire vaincu et démantelé, celui des Habsbourg, que naît Kurt Waldheim. Juriste et diplomate de carrière, il occupe différents postes jusqu'en 1955, où il devient chef de la mission autrichienne auprès de l'Organisation des Nations Unies. C'est en 1971 qu'il est élu secrétaire général de l'ONU. Il entre en fonction le 1er janvier 1972. The United Nations is at a crossroads. It can either face up to its responsibility or avoid. Ce sont les problèmes rencontrés au Proche-Orient qui retiendront rapidement l'attention du nouveau secrétaire général, plus particulièrement la crise entre l'Égypte et Israël. En 73, Sadat, désireux de reconquérir le Sinaï, surprend les Israéliens par une attaque lancée pendant la fête du Kippour. La contre-offensive israélienne parvient à contenir l'offensive égyptienne. L'ONU s'installe entre les belligérants. Der Mittelostkrieg war sicherlich ein entscheidender, ein sehr großer Moment für die Vereinten Nationen. Denn es war zum ersten Mal, dass nach Jahrzehnten beide Streitteile, also Israel und Ägypten, bereit waren, miteinander zu verhandeln. Die Verhandlungen, die unter den Auspizien der Vereinten Nationen damals stattgefunden haben, bei Kilometer 101, das war ein großer Moment, wo die UNO zeigen konnte, dass sie sehr wohl imstande ist, Probleme zu lösen, selbst nach einem so bitteren Krieg, wie das damals der Yom Kippur-Krieg war. The first item on the agenda would be this signature of the agreement. Und wir haben uns auch dann bemüht, die Verhandlungen wieder aufleben zu lassen, wieder aufzunehmen, um über den Waffenstillstand hinauszukommen. Denn ein Waffenstillstand ist immer eine vorübergehende Angelegenheit. Aber hier haben auch die Großmächte verstanden, dass ohne Vereinten Nationen es nicht klappen wird. Niemand konnte direkt an die Ägypter Lebensmittel, Waffen liefern. Das war die dritte ägyptische Armee, die eingekesselt war von den Israelis. Und den Israelis konnte niemand anderer als die Vereinten Nationen helfen, aus der Sackgasse wieder herauszukommen. Das hat geklappt und das wurde auch anerkannt. Ich war sehr froh, das hat damals wirklich das Vertrauen in die Vereinten Nationen gefördert und die Hoffnung auf einen Frieden untermauert. Today there is hope for the future. For the conflict is no longer looked upon entirely in terms of irreconcilable absolutes. No further proof of heroism is necessary. No additional military point remains to be made. Ce que Sadat n'a pas réussi par la guerre, il le réussira par la diplomatie. Son voyage à Jérusalem en 1977 et les accords de Camp David permettront à l'Égypte de récupérer le Sinaï. Au cours de son premier mandat, Kurt Waldheim organise plusieurs conférences internationales sur l'environnement, les populations, le droit des femmes. We have come together here from all parts of the world to participate in a unique event. It is the first intergovernmental meeting in the world where women form part of virtually every delegation. Devenue indépendante en 1960, l'île de Chypre est vite confrontée à la difficile coexistence entre la communauté grecque, majoritaire et qui souhaite un rattachement à la Grèce, et la communauté turque. Faute de parvenir à calmer la violence qui s'installe, l'ONU met en place en 1964 une opération de maintien de la paix. Mais l'occupation du nord de l'île par les troupes turques en 1974 vient compliquer encore la situation. Kurt Waldheim tente de relancer les pourparlers, en vain. Bei solchen Verhandlungen muss immer
auch wenn der Generalsekretär sich persönlich einschaltet, die Kooperation der Streitteile gesichert sein. Und wenn das nicht der Fall ist, in dem Fall haben die Türken sich geweigert, einen Kompromiss anzunehmen. Und damit ist es auch zu keiner Lösung gekommen. Wir haben durch die Friedenstruppen der Vereinten Nationen immer wieder geholfen, die Situation zu kalmieren, denn sie war manchmal sehr gespannt. Es sind ja auch Opfer gewesen unter den Friedenstruppen in Zypern. Das haben die wenigsten Leute wirklich appreciiert, aber die UNO-Truppe hat dort wirklich sehr, sehr gefährliche Situationen erlebt. Es ist jetzt durch die verschiedenen Einbarungen, die in letzter Zeit getroffen wurden, ruhiger geworden. Aber von einer Lösung des Problems sind wir bei einer derartigen psychologischen Einstellung noch weit entfernt. Die Türken möchten offenbar, so wie die Situation jetzt aussieht, ihren eigenen Staat bewahren. Und die griechisch-zypriotische Seite steht auf dem Standpunkt, das ist unser Land, das habt ihr Türken uns teilweise weggenommen und wir können nicht akzeptieren, dass wir in Zukunft ein Teil der griechisch-zyprioten sind. Also es ist dieser grundsätzliche Unterschied, der es bisher nicht ermöglicht hat, eine Lösung zu finden. Man hat sich geeinigt schon, dass der Präsident des Landes also rotierend alle 2 Jahre gewählt wird und dass es auch in anderen Fragen durchaus möglich wäre, vernünftige Lösungen zu finden. Aber es hat dann immer im letzten Augenblick gemangelt an der Bereitschaft, sich für die besprochenen, verhandelten Lösungsvorschläge letzten Endes zuzustimmen. Ich erinnere mich, ich hatte einmal einige mühevolle Tage in Zypern verbracht. Das waren die Präsidenten der beiden Staaten, die mit mir verhandelt haben. Und ich bin, um 2 Uhr in der Früh, glücklich aus dem Verhandlungslokal weggegangen. Wir haben die Presse eingeladen, um das Ergebnis zu verkünden. Und am nächsten Morgen sagt mir schon mein Sekretär, bitte, das ist alles hinfällig. Sie haben sich wieder auseinandergeredet und sie haben nicht zugestimmt zu diesem Ergebnis. Depuis le début de son mandat, Kurt Waldheim fait preuve d'une conscience aiguë des problèmes qui se posent au monde en développement, en particulier à l'Afrique, alors en sortie de décolonisation. En 1975, il souligne que le défi le plus grand auquel se mesure la sagesse politique et la vision internationale est la réduction de l'écart entre riches et pauvres. Il n'est pas de stabilité possible dans une société où quelques-uns détiennent la richesse, tandis que la majorité vit dans la misère ou la guerre, sans espoir. Afrika war sicherlich zur damaligen Zeit eines der größten Probleme, mit denen sich die Vereinten Nationen gegenüber sahen. Es ist auch heute noch ein riesiges Problem, aber es war auch gleichzeitig einer der größten Erfolge, nämlich die Dekolonisierung Afrikas hat ja in dieser Zeit stattgefunden und man hat damit den Weg in eine bessere Zukunft für die Staaten Afrikas geschaffen. Sie sind unabhängig geworden. Das Erste, was sie haben wollten, war die Flagge vor den Vereinten Nationen ihres Landes zu hissen, weil für sie die Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen das Symbol der Freiheit und Unabhängigkeit war. Namibia ist ja ein Beispiel dafür, dass es sehr wohl möglich war, diese Länder in die Unabhängigkeit zu führen. Aber das bringt mich schon auf das Problem der Apartheid. Das war eine riesige Belastung für die Vereinten Nationen. Und ich glaube, dass es gelungen ist, die Apartheid abzuschaffen, mithilfe der Vereinten Nationen. Und es haben alle mitgewirkt, die wesentlichen Staaten, Regierungen haben damals die Bemühungen der Vereinten Nationen unterstützt. Und auch das darf ich erwähnen als ein großes Plus für die Vereinten Nationen, dass sie mit Entschlossenheit und mit Klugheit dieses Problem gelöst haben. Outre ses responsabilités de coordinateur du système des Nations Unies, Kurt Waldheim ne cesse jamais au cours de ses années de se préoccuper des activités de secours liées aux conséquences de la guerre, principalement
dans la péninsule indochinoise. Die Flüchtlingsfrage ist eine der größten Tragödien der Menschheit. Ich selbst habe aus nächster Nähe gesehen, was hier Menschen angetan wurde. Sie haben zwar Kriege gemacht, aber die Resultate an Elend und Not sind letztlich den Vereinten Nationen zugetragen worden. In den Vereinten Nationen wurde man konfrontiert mit der Frage, was geschieht mit den Flüchtlingen, was geschieht mit den Boat People, die in diesem Zusammenhang immer wieder gekommen sind. Das war ein fast unlösbares Problem. Ich habe mich gemeinsam mit meinen Mitarbeitern und dem Hochkommissär für Flüchtlinge wirklich ehrlich bemüht, alles zu tun, was Menschen möglich ist. Es ist zwar offenbar immer leichter, einen Krieg anzufangen, aber dann die traurigen Konsequenzen eines Krieges zu tragen und zu lösen, das ist eine viel schwierigere Frage. Die Situation war so, dass die Vereinten Nationen wirklich die Stelle war, an die sich die Flüchtlinge wenden konnten. Und ich möchte hier auch dankbar feststellen, dass die meisten Mitgliedstaaten versucht haben zu helfen, in welcher Art und Weise immer das möglich war. Kurt Weidam entame son deuxième mandat de 5 ans en tant que secrétaire général de l'ONU le 1er janvier 1977. Sur recommandation unanime du Conseil de sécurité, l'Assemblée générale l'a, par acclamation, réélu à ce poste. Waldheim déclare alors que le métier de secrétaire général est sans nul doute l'un des plus passionnants qui soit, mais aussi l'un des plus décourageants. La chute du Shah et l'instauration d'une révolution islamique en Iran tend très vite les relations entre Téhéran et Washington. Le 4 novembre 1979, 52 Américains sont retenus prisonniers dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis à Téhéran sous la surveillance des étudiants islamistes et des gardiens de la révolution. En décembre, avec le soutien du président Carter, Waldheim tente une démarche. Il se rend sur place pour des entretiens avec plusieurs responsables iraniens. Ich bin am Neujahrsabend nach Paris geflogen, um durch meine persönliche Anwesenheit in Teheran zu den Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln beizutragen. Es hat sich schon bei meiner Ankunft am Flugplatz gezeigt, dass man nicht in der Lage war, mich zu beschützen. Der Außenminister Gopsede sagte mir schon damals, bitte fliegen Sie zurück, ich kann Sie hier nicht schützen, wir haben Nachrichten, dass man Sie töten will. Das hat sich dann auch fortgesetzt, als ich den Friedhof besuchte, wo die meisten Opfer der Schaschen Geheimpolizei begraben sind. Dort sollte ich einen Kranz niederlegen, aber ich bin gar nicht bis hingekommen. Der Friedhof war voll mit Tausenden von Menschen, die sich gegen mich stellten, gegen meine Mission demonstrierten, als eine von den Amerikanern provozierte Reise, sodass ich keine Illusionen mehr hatte, wie die Mission ausgehen würde. Das war ganz dramatisch, denn mein Sicherheitsbeamter, der hat dann rechtzeitig einen Haken geschlagen und ist schnurgerade zum Flugplatz, zum Helikopterpad zurückgefahren. Und als die Demonstranten das gemerkt haben und auch umtreten und am Flugplatz ankommen, hat sich der Helikopter noch rechtzeitig in die Lüfte bewegt und wir sind damit einigermaßen gesichert gewesen. So kam es also zu keiner Lösung, aber dann war noch die Frage, ob der amerikanische Vorschlag, den ich mitgebracht hatte, dass man die Geiseln freilässt gegen andere Konzessionen, die man amerikanischerseits bereit gewesen wäre zu machen. Dafür aber über Verlangen der Revolutionäre in Teheran eine internationale Untersuchungskommission einsetzen sollte,
die sich mit den Verbrechen der Amerikaner im Zusammenhang mit den Vergehungen des Schah-Regimes zu leisten. Und auf diese Weise kam es natürlich zu keiner Lösung. Hingegen haben die Revolutionäre ständig versucht, meine Anwesenheit für ihre Zwecke auszunutzen, wo man versuchte, mich zu zwingen, Erklärungen abzugeben, die ich sicherlich nicht machen konnte. Aber jedenfalls war es ein Vorwand, indem sie sagten, er kommt ja im Auftrag der amerikanischen Regierung und das werden wir nicht akzeptieren. In Wirklichkeit hatten sie nie die Absicht, zum damaligen Zeitpunkt die Freigabe der Geiseln zu ermöglichen. Und wir hatten keine Möglichkeit, das zu konterkarieren. Es hat später dann sich herausgestellt, dass die Iraner abwarten wollten, die Wahl des Nachfolgers von Jimmy Carter, um die Geiseln dann dem Nachfolger zu übergeben und nicht Jimmy Carter. Es ist dann erst viele Monate später zur Freilassung der Geiseln gekommen, ganz genau am Tage, als Präsident Reagan gewählt wurde. Damit waren die Bemühungen der Vereinten Nationen nicht mehr möglich, fortgesetzt zu werden. Man hat dann begonnen, nach Formeln zu suchen, durch die man das Problem hätte lösen können. Aber diese Mission damals war die gefährlichste meines Lebens als Generalsekretär. Und trotz aller Bemühungen war es nicht möglich, einen unmittelbaren Erfolg zu erzielen. Also ich will damit nur sagen, das Leben eines Generalsekretärs ist auch persönlich bedroht. Und er muss sich immer damit rechnen, dass etwas passieren könnte. Das war auch der Grund, warum ich meine Tochter angerufen habe und ihr klargemacht habe, dass ich nicht weiß, wie diese Mission ausgehen würde und was mir zustoßen könnte. Und es ist ja in ähnlicher Weise dann vorübergegangen. Gott sei Dank sind wir alle sicher nach New York zurückgekommen. C'est seulement en janvier 81, juste après que Reagan ait remplacé Carter, que Téhéran décide de relâcher les otages après 444 jours de captivité. Les républicains ont-ils payé une rançon de 150 millions de dollars comme la rumeur le suggère? Quoi qu'il en soit, avec cette libération, l'administration Reagan marque le pas sur celle de son prédécesseur, pour le meilleur ou pour le pire, et ainsi que le clame le président élu, America is back. Ces années-là sont marquées par les suites de l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques en 79, et donc par un regain de tension entre les deux blocs. Mais aussi par l'interminable succession de guerres civiles au Liban qui a nécessité la création d'une force de maintien de la paix, la FINUL. L'Afghanistan et le Liban, où couvent des crises qui trouveront leur résonance un certain 11 septembre. C'est également une période où l'ONU revient sur le devant de la scène mondiale. Fondation de l'Office des Nations Unies à Vienne, visite de nombreuses personnalités désireuses de faire entendre leur voix devant l'Assemblée Générale. C'est aussi pour le secrétaire général, après près de 10 ans passés à la tête de l'organisation, le moment de faire un bilan. Au-delà des louanges de circonstances ou des critiques gratuites, certains sont allés jusqu'à prétendre que Waldheim a été une calamité pour la communauté internationale, on peut estimer avec le recul que dans la période fort troublée que l'on vivait alors, Kurt Waldheim a bien correspondu au profil de ligne médiane que l'on pouvait attendre d'un secrétaire général. Moins interventionniste, il eût accepté la marginalisation de l'institution. Plus engagé dans un sens ou dans l'autre, il eût entraîné son éclatement. Quoi qu'il en soit, Kurt Waldheim ne cesse de mener jusqu'au terme de son mandat une intense action diplomatique, action où la politique et l'amitié parfois se mêlent, et cela par-delà les clivages. Les intérêts. Ich erinnere mich, als ich zu meinem letzten Besuch vor dem Ende meiner Amtstätigkeit machte, hat er mich bei der Ankunft gefragt, wollen Sie das übliche Protokoll mit großen Empfängen, großen Galadinnen und so weiter, wo eh nichts dabei herauskommt, hat er hinzugefügt. Oder wollen Sie, dass wir auf meine Insel fahren? Wissen Sie, ich habe da so eine kleine Insel.
Die ist nicht so schön wie die von Tito, aber ich habe mich bemüht, sie angenehm zu gestalten. Da haben wir eine Atmosphäre, wo wir in Ruhe reden können. Und so war es auch. Ich habe ohne zu zögern zugestimmt, dass wir auf die Insel fliegen. Und ich muss sagen, ich habe es nie bereut. Es war wirklich in dieser entspannten Atmosphäre viel leichter, über heikle politische und vor allem internationale Probleme zu sprechen. Ja, und zwischendurch ist er ins Wasser gesprungen und hat gefischt mit der Harpune und so weiter. Es war eine gute Atmosphäre. Das war noch zur Zeit, als ich selbst Botschafter bei der UNO war und Bush Senior Botschafter der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen, sodass sich die Beziehung sehr leicht ergeben hat. Er war ein angenehmer Mann, ich habe ihn sehr geschätzt. Er hat wirklich immer wieder versucht zu helfen, hat auch einen sehr mäßigenden Einfluss auf die Politik gehabt. Das ist gerade in den Vereinten Nationen sehr positiv aufgenommen worden. Und später, als ich als UNO-Generalsekretär mit Bush Senior in Kontakt kam, hat sich diese Haltung sehr bewährt. Ich erinnere mich auch, er hat mir damals ein Werkzeugkistel geschenkt zu Weihnachten vor meiner Abreise und hat mir gesagt, wissen Sie, Ihre Aufgabe ist keine leichte. Ich hoffe, diese Tools, wie sie heißen im Englischen, dass diese Werkzeuge Ihnen bei der Lösung der Probleme, die Sie haben, helfen werden. Also er hat Humor gehabt, ja.